Hallo meine Lieben und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Heinz mit einer neuen Folge Cooking Star Restaurant. Das letzte Mal haben wir mal mit Umrühren besser gemacht, ob wir mal irgendwann ein Drei-Mützen-Gericht hinkriegen. Ich glaub's nicht, du, ich glaub's nicht. Gucken wir mal, was für Gäste da sind. Ja. So, schönen guten Tag. Darf ich denn einen Tisch führen? Im Erdgeschoss gebucht. Ne, dann nehmen wir gleich, oder soll er, ne, wir nehmen wir hier. Wenn Sie mal hier hingehen würden, bitte. Ja, bitte sehr, wir gucken gleich nach neuen Gästen. Das sind Tatsache nochmal. Oben noch ein Tisch, wie die Herrschaften gerne hätten, das. So, welchen nehmen wir denn hier mal am runden Tisch heute? Machen wir mal einen runden Tisch. Tag der runden Tische. So, gehen wir mal gucken. Achso, nee, Quatsch, warte mal, da gehen wir hier. Das ist hier kürzer. Ja, so weit wie wir jetzt gelatscht sind, da wären wir auch die andere Seite gegangen. Doch, du, hier runde Tische, du. Am runden Tisch sitzen wir heute. So. Was darfst du? Oh, die haben wir jetzt noch gar nicht gemacht. Das müssen wir jetzt ausprobieren. Das ist ja ganz eine ganze Neuheit, ist das ja jetzt. Wie heißen die Dinger? Nee. Dorayaki, du Dora. Warte mal, schreib mir das mal. Vielleicht nehme ich es als Filmtitel. Das weiß ich noch nicht. Dora. Ja, wie wird das geschrieben? Mit Iki. So. Na mal gucken. So, wir probieren das mal. Haben wir ja noch gar nicht gemacht. Das ist ja ganz was Neues. Das wird dann. Oh, Leute. Oh, seht ihr das da? Oh Gott. Zweimal umrühren drinnen. Ach du meine Güte. In einem Gericht zweimal umrühren. Kochen rote Bohnen. Was, die sollen wir rausfitzeln? 70 Stück. Wie soll denn das gehen, Alter? Die wollen uns jetzt ärschern, wollen die uns. Mensch, hier hast du. Jetzt wird das Spiel ja langsam stressig, du hier. Ja, nur die Zeit läuft ab, du. Ich weiß gar nicht, wie ich die Knöpfe kommen hoch hier. Kriegst du gar nicht alle raus hier? Ne, wollten du? Guck mal, das schaffst du gar nicht. Kommst gar nicht hin an die Bohnen hier. Jetzt, nu. Zack, die schwimmen ja mal weg. Oh Gott, ach nee. Oh, schon beim ersten gleich versorgt, du. Na, ah, nicht das wird ja wieder was hier. Meine Güte. Hm. Sind zu viele Bohnen, eindeutig. So, Zucker. 120 Gramm Zucker. Oh, ja. Ein bisschen süßer eben. Und da ist das Salz. 10 Gramm Salz. Genau, das haben wir genau. Ne? Und jetzt Wasser. 250 Wasser. Naja, ja. Oh, drei Mützen haben wir doch noch gekriegt. War noch im Rahmen, du, war noch im Toleranzbereich. So, jetzt geht's los. Erste Mal rühren, du. Na da. Ah ne, die falsche, es ist der Auge, du. Oh, das ist nicht so toll, nicht so toll, nicht so toll, nicht so toll, aber nicht ganz so toll. Jetzt wieder so rum. Oh, nee, komm. Ja. Die Zeit läuft uns davon. Wir wollen doch nie unsere drei Mützen fürs Umrühren verlieren. Ja. Und das zweimal in einem Gericht müssen wir das machen. Ja. Oh Gott. Schon wieder was abwiegen. Was muss man jetzt abwiegen? Mehl, jetzt brauchen wir nochmal 120 Gramm Mehl. Nur wieder zu viel. Zucker, 80 Gramm Zucker. Wasser 30 bloß. 30 Gramm, oder?
Oh, natürlich schon wieder. Und Hefe 8 Gramm. 9 Gramm, naja, da gehen die ein bisschen mehr auf eben. Aber immerhin 3 Mützen haben wir gekriegt. So, jetzt müssen wir bestimmt das Ganze wieder vermehren. Ach nee, Eier machen wir erstmal noch. Eier brauchen wir noch. Nicht da. Nehmen wir wieder Eier, hilft ja nichts. Ach, hier passt es mit 3 Eier, du. Du, ich kann auch nicht schneller, wenn die hier die Knäppchen eher zeigen, ne? Das ist ja, das geht nicht. Oh, und jetzt nochmal quirlen. Jetzt nochmal quirlen, du. Ich nehme jetzt wieder Zwei-Finger-System mit dem Stick. Ich weiß gar nicht, wie man es mit der Maus machen will. Gibt es ja auch für ein PC das Spiel, glaube ich, ne? Oder täusche ich mich da? Bing! 3 Mützen. Wieder fürs Rühren 3 Mützen. Ah, jetzt müssen wir wieder das schwenken, du. Jetzt wird wieder geschwenkt. Na, dann schwenken wir mal. Wenden. Kreisen. Wenden. Und bestimmt so rumschwenken. Na, dann schwenken wir in die Richtung. Und in der Zeit geschafft, du. Ach, wir müssen noch mehr schwenken. Ach, du meine Güte. Und ich war schon stolz, dass wir es mal in der Zeit geschafft haben, du. Oh, gerade so, du, gerade so. Hey, ob das noch 3 Mützen gibt? Oh, ach, nee. Nie ganz, nie ganz. Oh, jetzt müssen wir wieder bestreichen hier. Bestreichung machen. Ist ja gemein, wenn es von der anderen Seite anfängt. Nu, was nu? Schon wieder drehen. Das schaffen wir nicht. Die Bestreichung schaffen wir nicht hier. Weil die ärgern uns immer. Wisst ihr? Haben wir nicht ganz geschafft, du. Das gibt keine 3 Mützen. Ja, über eine halbe Mütze Abzug, du. Na gut, das erste Mal haben wir das Gericht gemacht, du. Das erste Mal. Tata, tata. Noch kein neues Rezept. So, oh Gott, wer war das jetzt? Unten, unten? Ja, laufen wir ein bisschen mit der Kerze ums Dorf hier, aber machen wir ja immer. So, hat mir nie noch jemanden an den Tisch gesetzt? Oben, hm? So, bitteschön, komm, wir haben es eilig. Wir haben hier noch oben Tische. Ja, Sie müssen warten, unser Restaurant ist gut besucht heute, gut besucht. So, was müssen wir hier machen? Spannende Frage. Oh Gott, was war denn das? Was Italienisch nicht? Da läuft der Löffel nicht? Ne, das war glaube ich Indisch. Indisch, Indisch. Die Kartoffeln hier. Chara, hallo, oder wie das heißt. Chara, hallo. Guck, da leuchtet der Löffel. Ne, hier. Gulab Jamun. Oh, das kannst du ja keiner merken, du. Mensch, du. Zu viele Rezepte. Und das Ausländische dann immer noch. Das ist so. Ne, wir wiegen mal wieder ab. 100 Gramm Zucker. Naja, wie gesagt, ein kleiner Süßhahn eben, ne? Milchpulver, 75 Gramm. Oh, wieder zu viel. Naja, gut, wenn wir mehr Zucker haben, so 30 Gramm geschmolzene Butter, da darf es gerne ein bisschen mehr sein, darf das da gerne. Gut, seht ihr, haben wir auch gemacht, ne? Und nochmal 30 Gramm Milch. Was man als solches heute bezeichnet. Ne? Oh Gott, dann wieder zuvor aufgehört. Na komm, ja, hier sind wir mal genau gewesen. Nun, vielleicht rettet uns das. Ah, ganz knapp, du, ganz knapp.
Bum. So. Königsdisziplin Umrührung, ne? Umrührung. Nicht schweppern, nicht schweppern, schön im Nicht. Oh, immer geschweppert, du. Gibt bestimmt einen Mützeabzug hier. Oh no. Hey du, drei Mützen geblieben, du, trotz immer schweppern. Oh, jetzt müssen wir wieder was schnibbeln. Und zweimal in den Topf, du. Klang gut, hä? Wollen wir drei Mützen fürs Schneiden kriegen? Oh ja, du, tata, du. Frittiere Teigbällchen, ne? Da gucken wir mal, ja. Den haben wir gerade so geschnipst, im Auftauchen ein bisschen Schmiede nehmen, du. Oh, oh, das gibt's so gar nicht, du. Wir haben so schön frittiert hier. So, jetzt kommt, ach, jetzt kommt, dass die Süßspeise mal das, ja, ja, jetzt kommt das noch in Sirup, du, ne, dass wir da was. Jetzt kriegt man immer hier das hinten schwimmt wieder jetzt. Wieder ganz komisch. Ich finde das ganz komisch. Nee, okay, ne drei Mützen hier. Was kriegt man für Mützen? Wie viele Mützen kriegt man? Tata, du, tata. Zwei Mützen, du, ach du meine Güte. Reicht noch nicht fürs nächste Rezept. Na da. So. Können wir gleich abräumen? So, haben wir denn neue Gäste, bitteschön? Neue Gäste? Neue Gäste. Ein Gästin haben wir. Tisch im Erdgeschoss gebucht. Drinnen bitte. Na, dann nehmen wir hier runde Tische. Heute machen wir mal runde Tische hier. So, bitte sehr. Haben wir noch einen Gast? Ach, falls der runde Tisch oben noch nicht sauber ist, das ist gut. Die gehen gerade. Da können wir gleich abräumen. Können wir gleich, ne? Gleich abräumen. So, zack. So, sehr schön. Ah, ist schon bestellt. Ja, da müssen Sie warten. Tut mir leid, meine Herrschaften. Ja. Unser Star-Restaurant ist ausgefüllt. Ist das. Oh Gott, was war denn das jetzt wieder? War das indisch? Oder italienisch? Oh Gott, jetzt muss ich wirklich Rätsel raten. Ja, mal gucken mal, wo ist Besteck leuchtet zum Glück. Nee, oder doch japanisch wieder? Italienisch hat man ja wie lange nicht. Gucken wir ob Japanisch hier. Ah, hier leuchtet das Besteck. Ne, da machen wir hier. Ach, Ramen war das. Ramen. Wir tun uns was ein Ramen heute. Na, dann machen wir mal. Dashi. 30 Gramm. Dashi. Und Sojasauce. 50 Gramm.
Oh, genau du, genau getroffen. Bing, blong. Oh, ich komme hier nicht. Warte mal, jetzt will ich doch wieder zwei Finger nehmen. Zwei Finger am Stick, ja, mit dem Stick. Und da geht das. Ich hoffe, das geht noch. Jawohl. Oh, schneiden wir doch. Schneiden. Da hat es gar nicht geblinkt, hat das gar nicht. Oh, wir haben nur 10 Schneiben hier. Ach, Schneiben! Hier haben wir 16 geschafft, du. Das sieht nicht gut aus. Schneiden müssen wir uns auch noch ein bisschen verbessern. Nur ein bisschen. Aus dem Topf fischen müssen wir uns auch verbessern. Die. Abzug, wenn die zu lange drin sind. Ne? Aber hier müssten wir jetzt gut rausgehammert, gut rausgefischt haben wir die. Bung. Und der nächste Topf. Wie kriegst du immer noch nicht so viel für immer? So, so. Wird ja gerne mal mehrere hier, so, nur mehrere. Aber haben wir wenigstens die letzten zwei hier noch auf einen Haps erwischt. Drei Mützen, na wenigstens. Außer beim Schneiden, du. Überall drei Mützen, nur beim Schneiden, ne, du. Tata! Müsste drei Mützen geben, ja. Haben wir gerichtet, komplett drei gemützt, du. Und ein neues Rezept, du. Ein neues Rezept. So, jetzt müssen wir aber erstmal servieren, müssen wir hier. Ne, wir laufen wie immer mit der Kirche ums Dorf, ne. So, bitte sehr. So. Schönen guten Tag. In der Sonne, ein Tisch, aber wir haben einen Platz an der Sonne. Nur für Sie freigehalten, den Platz an der Sonne. Gucken Sie, hier ist schön Sonne, an einem runden Tisch, schön in der Sonne. Bitte sehr. So, haben Sie öfter gegessen endlich? Kann ich Ihren Tisch abräumen? Und schmeckt es denn, junge Frau? Schmeckt es Ihnen denn? Sagen Sie doch mal was. Was darf ich für Sie tun? Mhm. Mhm. Hat es Ihnen geschmeckt? Ich komme auf jeden Fall wieder. Das ist schön. Vielleicht müssen wir mal bei den Gästen stehen bleiben immer. Da kann man ja gar nicht so viel bedienen. Ne? Da müssen wir immer warten, bis die öfter gegessen haben. Wir machen das mal hier beim nächsten. So, was darf es denn sein?
Oh, das neue Gericht, das neue japanische Gericht, du. Nimm es sehen, was der Herr Meisterkoch. Oh, du meisterst süßes und salziges Essen gleichermaßen gut. Das ist ein seltenes Talent. Aha, man sieht das in Japan nicht oft, weil die meisten Köche sich auf ein einziges Gericht spezialisieren. Es gibt zum Beispiel Restaurants, in denen nur Spieße angeboten werden. Die sogenannten Yakitori. Die mit Hühnchen sind besonders lecker. Willst du es mal probieren? Da bleibt uns was anderes übrig. Wir haben ja gerade eine Bestellung, haben wir doch gerade. Bumm. Oh, warte mal, da muss ich mich ein bisschen wieder in Position setzen, sonst müssen wir wieder schneiden, du. Da bin ich immer gespannt, du. Oh. Na? Du. Oh, fürs Hühnchen haben wir schon mal Hühnchen zerstückeln können, du. So. Wieder was abwiegen. Na dann los. Yakitori-Soße. Was? 20 Gramm. Bing! Und Maisstärke 15 Gramm. Bumm! Ich denke, wir hatten 3 Mützen fürs Schneiden. Da geben die uns bis 2 Mützen. Das kann aber nicht sein hier, Alter. Die machen Beschmü. Ach, hier müssen wir auch noch schweppern, du. Oh Gott. Müssen wir hochkonzentriert sein beim Eieraufschlagen, ne? Und wenn schon hier 3 Mützen liegen hier, weil das gibt's ja gar nicht. Komm, hier sind ja 3 Mützen. Da wird das ja nie was hier mit unserem 3 Mützen Gericht. Nee, hier muss ich doch wieder so machen. Oh, wieder immer geschweppert, du. Aber noch in der Zeit, du. Trotz Schweppern in der Zeit. Und? Oh. Jetzt lassen wir uns danach eben umrühren, Alter. Ach, nochmal, du, oh. Hier müssen wir 4-mal müssen wir hier machen, Mensch, du. Noch eins, du. Und da liegen wir da wieder in der Zeit hier beim Rütteln. Oder? Gerade so, aber es langt bestimmt nie für 3 Mützen. Doch, doch, nicht mal sehen, was dann in der Hauptwertung ins wieder ist hier. Ne? Bing! Und? Ui, da bin ich gespannt, bin ich da mal. Wir haben heute 3 Mützen. Also fürs Schneiden, du, da haben sie uns 3 gegeben und dann ziehen sie doch eine ab, du. Tata! So. Wo war das? Unten? Platz an der Sonne. Ach, das war jetzt. Jetzt bleiben wir mal stehen und warten wir, bis die aufgegessen haben. Das interessiert mich jetzt mal. So.
Kann man sich zum Morgenleben nicht leisten, aber wir gucken mal. Ne? Wir gucken mal. Schmeckt's Ihnen, meine Herrschaften? Schmeckt's Ihnen? Sie schmatzen gar nicht so richtig. Warum rülpset und forzet ihr nicht? Hat es euch nicht geschmeckt? Es speichert erstmal. Schönen Tag noch. Aha, naja, gut. Räumen wir einmal ab. So, naja, meine Lieben, ich würde sagen, jetzt noch was Neues. Das lohnt sich im Moment nie. Das machen wir dann das nächste Mal. Ne? Das nächste Mal. So, gehen wir mal hier. Menü. Und speichern auch nochmal fix. So, bum, bum. Weil nicht, dass wir den Tisch dann nochmal abräumen müssen. Ne? Das wäre ja. Ja, meine Lieben, soll es das wieder gewesen sein. Du, heute nur runde Tische. Heute runde Tische. Ja. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Freue mich wie immer nette konstruktive Kommentare. Däumchen nach oben, den einen oder anderen Abonnenten nichts. Und wie gesagt, wenn ihr von diesem spannenden Spiel nichts verpassen wollt, dann macht die Glocke an. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Heinz.